Die Essenz des Lebens. Sanft wogen sich warme Sonnenstrahlen durch das kleine, gregorianische Zimmerfenster und erhellten den bescheidenen Raum, der so groß wie eine Stube war. Die Strahlen drangen durch das bunte, kirchliche Fenster, krabbelten über den marmornen Steinboden hin zu der in der Ecke befindlichen Liege, kletterten an dieser herauf, über das Laken auf das Kissen und schließlich über Orlons Wange zu seiner Nase, wo das Licht ihn wachkitzelte. Schreckhaft, so als hätte ihn ein Albtraum geplagt, richtete er sich auf und weitete die Augen. Wo war er hier? Der Anblick des ihnen so unbekannten Raumes ließ ihn seine Augenbrauen nachdenklich zusammenziehen, wodurch die Falten auf seiner Stirn anschwollen. Zuerst fiel sein Blick auf das Fenster, welches er eindeutig als kirchlich identifizierte, weshalb seine Augen sich erschrocken weiteten. Sein Blick glitt weiter durch den Raum, welcher spärlich ausgestattet war. Auf der gegenüberliegenden Seite des Betts, weg vom Fenster, befand sich eine massive hölzerne Tür, die genau in den sie umgebenden steinernen Torbogen passte. Wäre man durch diese Tür in den Raum geschritten, so wäre man nach wenigen Metern an einen alten Tisch mit einem Stuhl gelangt, der fast in der Ecke stand und auf dem sich diverse Bücher und Losblätter befanden. Auch ein Federkiel mit Tintenfäschchen sowie eine halb abgebrannte Kerze auf einem gusseisernen Kerzenständer war dort zu erblicken. Ein Schrank, der sich in höchstens einem Meter Abstand vom Bett befand, war, bis auf eine Truhe am Fußende des Betts, der einzig weitere Einrichtungsgegenstand, welcher der Raum zu bieten hatte. Die Decke war gewölbt, sodass, wenn man sie von oben betrachtete, eine Kuppel entstand. An der Wölbung war ein Graffiti von einem alten Mann, der offenbar auf etwas zu sitzen schien, abgebildet, dessen Kopf ein Heiligenschein zierte und der an seinen Händen ein Buch mit einem Kruzifix hielt. Offenbar war er ein Heiliger und hielt die Fibel in der Hand, aus der er zu zitieren schien, da er eine Hand gehoben hatte und drohend mit dem Zeigefinger nach oben zeigte, während sein Blick in dem Buch verweilte. Orlon stand verwundert auf und ihn ereilte gleich die nächste Überraschung, als er sich selbst betrachtete. Er selbst war zwar unverändert, jedoch seine Kleidung war es dafür umso mehr. Er trug ein grau-weißes Nachtgewand, welches seicht an ihm herunterhing. Während er sich nachdenklich über den Bart strich und zu dem Schrank trat, forschte er an seiner jüngsten Erinnerung nach zu einer Erklärung für seine jetzige Situation, doch er fand sie nicht. Seine letzte Erinnerung zeigte ihn in seiner Höhle, wo er gerade genüsslich einen Spinnenbeinsud aß. Hat er etwa wieder mal nicht aufgepasst und eine schwarze Witwe mit hineingegeben und litt jetzt an Halluzinationen oder Fieberträumen? Vorsichtig kniff er sich in den Arm, doch er wachte trotz des Schmerzes nicht auf. Achtsam öffnete er die vor ihm befindliche Schranktür und erkannte, dass es ein Kleiderschrank sein musste, da sich in ihm nur zwei Talare und zwei Paar weiße Sandalen befanden. Auf der Rückseite und den Ärmeln der Talare befanden sich goldene Abbildungen des Heiligen Kreuzes. Verwundert starrte der alte Mann in den mysteriösen Schrank. Er war doch kein Priester. Daraufhin wandelte sich seine Verwunderung in Besorgnis. Offenbar befand er sich in dem Zimmer eines Priesters in einer Kirche. Wenn sie ihn erblicken würden und erkennen täten, dass er ein Nekromant war, dann wäre sein Ende schnell besiegelt. Darum schritt Orlon eilig zu der Tür und lehnte sich lauschend an diese. Es waren Schritte zu hören, die auf einem dumpfen Boden lange widerhallten. Offenbar lag ein langer Flur hinter der Tür. Er konnte nicht riskieren, hier zu bleiben. Wer weiß, wann der Priester, der in diesem Raum lebte, wieder zurückkehren würde. Doch er konnte auch nicht einfach so rausmarschieren, weshalb er zu dem Schrank trat und sich widerwillig einen der Talare sowie ein paar der Sandalen anzog. Diese Tarnung war schon ganz gut, doch die Zeichen der Nekromantie in seinem Gesicht waren immer noch zu sehen, weshalb er die Kapuze des Talars über seinen Kopf warf, ehe er wieder zu der Tür schritt und erneut lauschte. Diesmal war nichts zu vernehmen, weshalb er die Tür vorsichtig öffnete und hinausspähte. Sein Raum lag am Ende des langen Gangs, in dem sich zahlreiche Türen befanden und der am anderen Ende eine scharfe, rechtwinklige Biegung machte. Vorsichtig schloss er die Türe hinter sich und schritt den Gang entlang. Umso näher er der Biegung kam, desto lauter erklang ein beruhigendes Orgelspiel, welches er auch schon vernahm, als er den Raum verlassen hatte. Als er die Biegung erreichte, lehnte er sich an die Wand und spähte um die Ecke. Er erblickte ein Pult, hinter dem sich in einigen Metern Entfernung eine Orgel befand, an der eine ältere Frau bedächtig spielte. Große, gotische Fenster zierten den langen Saal mit seinen zahlreichen, gut besuchten Kirchbänken. Auf jedem von den Fenstern waren diverse Heilige zu erblicken, die Orlon jedoch nicht kannte.
Auf einmal trat ein junger Priester, wohl noch ein Adept, Pholon, welcher zurückschreckte. Der junge Priester trat um die Ecke und sprach mit friedlicher Miene: Kardinal Pholon, geht es euch gut? Ihr wirkt nervös. Pholon antwortete zuerst nicht. Er sollte ein Kardinal sein? Das wäre eine berufliche Kehrtwende um 180 Grad gewesen. Dann antwortete er, da der junge Priester ihn eindringlich anblickte: Ich bin zugegeben etwas nervös. Der Adept nickte zustimmend und sprach dann: Das kann ich gut verstehen. Immerhin ist heute eure erste Predigt. Predigt? Was sollte Pholon jetzt tun? Er konnte nicht einfach weggehen, das wäre zu auffällig gewesen. Also musste er da durch, weshalb er, bemüht hochtrabend wie ein Priester zu klingen, sprach: Das ist wahr, junger Freund. Er trat einen Schritt vor, doch der Adept blickte ihn an und sprach verwundert: Wollt ihr nicht euren Kardinalshut aufsetzen? Pholon tastete sein Haupt ab, zog die Kapuze herunter und antwortete dann mit einem kurzen Schmunzeln: Wie töricht von mir, da habe ich doch glatt die Kapuze für meinen Hut gehalten. Ja, ja, das Alter spielt dem Gedächtnis manchmal schon einen Streich. Mit diesen Worten drehte er sich um und begab sich in den Raum zurück, in dem er aufgewacht war. Eilig schaute er sich nach dem Hut um, doch er konnte ihn nicht erspähen. Sein Blick fiel auf die Truhe, welche er hoffnungsvoll öffnete, und sein Hoffen wurde erfüllt, da sich in dieser der Hut befand. Er sah eigentlich wie jeder Kardinalshut aus. Von der Fläche her erschien er wie ein langgestrecktes Fünfeck, dessen Ecken man zu optischen Zwecken abgerundet hatte. Auf der Vorderseite befand sich mittig das Heilige Kreuz in Gold, welches zu beiden Seiten links von zwei purpurnen Streifen flankiert wurde. Nachdem er die, für ihn ungewohnte, Kopfbedeckung gemustert hatte, setzte er sie sich auf den Kopf, woraufhin er den Raum verließ, um erneut zu dem Saal zu schreiten, wo der junge Priester bereits auf ihn wartete. Mit einem freundlichen Nicken ermutigte er Pholon weiterzugehen. Dieser schluckte kurz nervös und trat dann an den Adepten vorbei hin zum Altar. Während er zu diesem schritt, glitt sein Blick analysierend durch den Saal. Die Kirchbänke waren gut gefüllt und das schwere Eingangsportal, welches sich am anderen Ende des Saals befand und durch einen Gang, der die Reihen der Kirchbänke in zwei Seiten teilte, zu erreichen war, war geschlossen. Als er den Altar erreichte und sich vor das Pult positionierte, auf dem aufgeschlagen die Fibel lag, erhoben sich die Kirchgänger ehrerbietig, um ihren Kardinal zu begrüßen. Das Orgelspiel verstummte und Ruhe kehrte ein. Alles wartete auf die ersten Worte von Pholon. Dieser bemerkte die bedrückende Ruhe, blickte nervös zu der Fibel hinab und atmete kurz durch, ehe er seinen Kopf wieder hob und mit aufgesetzten, schmalzigen Lächeln durch die Reihen spähte. Meine lieben Brüder und Schwestern, begann Pholon und hielt dann kurz inne, da er nicht wusste, was er eigentlich sagen sollte. Da ihn jedoch alle erwartungsvoll anblickten, hatte er keine große Zeit zu nachdenken, weshalb er nach wenigen Augenblicken fortfuhr: Wie ihr alle wisst, so ist unser Herr groß im Herzen und reich im Geiste. Und wir alle können nur nach diesen Werten streben, ohne sie je zu erreichen. Denn der Herr schuf uns nach seinem Bilde, doch unvollkommen sind wir alle, da wir voll von Sünde sind. Eine weitere Pause folgte, in der Pholon die Zuhörer musterte. Offenbar hörten sie interessiert und wissbegierig zu. Wie erstaunt war er darüber, dass die Anwesenden ihm so viel Aufmerksamkeit schenken, obwohl er nur einige Phrasen rezipierte, die er von einigen Priestern aufgeschnappt oder in der Fibel beiläufig gelesen hatte. Obwohl er die Priester nicht leiden konnte, so musste er dennoch eingestehen, dass ihre leeren Predigten eine erstaunliche Anziehungskraft und Überzeugungskraft ausübten. Wahrscheinlich gerade aus diesen Gründen, da man so in sie viel mehr hineininterpretieren konnte und sie damit beugsam wurden, im Gegensatz zu trockenen und festgeschriebenen Fakten, bei denen eigentlich nur zwei Optionen bestanden. Man nimmt sie als gegeben hin und akzeptiert sie, oder man weigert sich und akzeptiert den Irrtum. Pholon wirkte zufrieden und fuhr fort: Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, lauschet den Worten des Herrn, um an seiner Vollkommenheit teilzuhaben, und lernt aus seinen Worten, wie sie uns die Fibel erzählt, sodass auch ihr eurer Fehlbarkeit versteht, um aus den Fehlern zu lernen. Amen. Amen. Tönte der Chor der Kirchgänger, als sie diese Worte hörten und daraufhin auf den Bänken Platz nahmen.
als sie alle Platz genommen hatten und eine fast mystische Ruhe den Raum erfüllte, nahm der falsche Kardinal die Fibel zur Hand und las heroisch aus dieser vor, wobei er sich immer etwas nervös umschaute, um sich zu vergewissern, dass seine Maskerade nicht auffiel. Gebt jetzt Ruhe! Zürnte Nocturnus, während die Morgensonne sich langsam durch das Dickicht des Nebels drängte, um den Sumpf wenigstens ein kleines bisschen seiner bedrohlichen Atmosphäre zu rauben. Aber versteht doch, ein Krieg kann niemals Frieden bringen. Erwiderte Necron beharrlich. Aber er kann ihn erzwingen. Wozu überhaupt diese Diskussion? Wir waren uns einig. Ihr kämpft auf unserer Seite gegen die Menschen. Erwiderte der Lichtkönig. Necron wackelte mit seinem Kopf unsicher umher, ehe er sprach. Ich habe eingewilligt, euch im Kampf zu unterstützen, weil das die einzige Lösung ist, die ich noch sehe, um ein Volk zu retten. Aber einen Krieg zu provozieren, halte ich für unklug. Provozieren? Fragte der Lichtkönig und wollte fortfahren, doch Necron warf schnell ein. Wie sonst würdet ihr das nennen, wenn man alle Wesen des Sumpfes zu einer Armee versammeln würde? Er deutete hinter Nocturnus, wo sich auf einem zwar öden, jedoch wenig sumpfigen Gelände Cerberi, Zombies und auch die Geister versammelt hatten. Die Zombies hatten dabei einige organisatorische Probleme mit den Cerberi, welche sich offenbar einen Scherz daraus machten, immer wieder einige Gebeine von den Zombies zu entfernen und das Apportierspielchen umzukehren. Diese Ansammlung, die voller Streiter, die ihre Armee nennt, sind hier vereint, um eine drohende Gefahr zu bannen. Die Menschen haben uns selbst angegriffen, erwiderte Nocturnus. Ihr klingt wie ein albernes Kind. Ihr müsstet euch mal selbst hören. Es spielt doch keine Rolle, wer angefangen hat. Viel wichtiger ist doch, dass man damit aufhört. Nocturnus lehnte sich bedrohlich zu dem Geisterkönig herunter, welcher, leicht verängstigt durch die bedrohliche Gestalt des mächtigen Lichts, sich zurückneigte und sprach: Und was ist mit eurem Volk? Ich dachte, ihr wollt es retten. Wie gedenkt ihr das anzustellen? Euer anderer Organ scheint ihr offenbar nicht seinen gewünschten Zweck erfüllt zu haben. Ihr missversteht mich, Nocturnus. Wenn es zu einem Krieg kommt, dann spielt es eh keine große Rolle mehr, wie wir mit den Menschen verfahren, da ich mir sicher bin, dass ihr jeden töten würdet, den ich verschonen ließe. Aber dennoch bin ich gegen den Krieg, denn ich glaube nicht, dass die Menschen schuld an der Anomalie sind, die mein Volk bedroht. Habe ich euch richtig verstanden? Wenn es zu einem Krieg kommt, dann kann ich auf euch zählen. Doch wie es so weit ist... Er wollte den Satz gerade beenden, als auf einmal von Weiden die Stimme eines anderen nicht zu hören war, der rief: Eure Hoheit! Eure Hoheit! Die Stimme schien hinter Necron zu ertönen, weshalb sich Nocturnus neben ihm begab, während der Geisterkönig sich umdrehte. Sie erblickten nun die Herkunft der Stimme. Es war ein Lich, welcher den schwer verwundeten Eternal trug. Was ist passiert? Rief der Lichkönig erzürnt über den schlimmen Anblick seines Gefährten aus. Der Lich trug Eternal heran und legte diesen vor die Füße seines Königs, und mit letzter Kraft ließ Eternal seine schmerzverzerrte Stimme erklingen. Die Menschen, sie kommen. Sie haben die Grenze besetzt. Ich konnte sie nicht aufhalten. Verzeiht. Nach diesen Worten verstummte Eternal und sank zu Boden. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis der Umhang sich spontan in einer blauen Flamme auflöste und einige verbrannte Gebeine zurückließ. Nocturnus drehte sich zu dem Geisterkönig um und sprach: Es ist soweit. Der Geisterkönig wusste nicht so recht, was er darauf antworten sollte. Doch er wollte sein Wort nicht brechen, weshalb er sprach: Ich stehe euch bei.
Die Geister ziehen mit euch in den Krieg. Eternal soll nicht umsonst gestorben sein. Wir müssen Maßnahmen ergreifen und unsere Truppen sofort zu den Grenzen schicken. Doch ist das Gebiet reich an Zugführern, die uns einen taktischen Vorteil bieten. Ihr Geister könnt euch schon unsichtbar machen, nicht wahr? Ja. Antwortet Necron kurz und bündig. Dann werdet ihr euch in zwei Flanken aufteilen und die Distanzkämpfer der Menschen angreifen, sobald ihr meinen Befehl dazu erhaltet. Macht eure Gruppen dafür bereit. Mit einem stumm, unzufriedenen, jedoch fügsamen Nicken stimmte Necron Nocturnus zu, ehe er sich zu seinen Leuten begab, um ihnen die Entscheidung mitzuteilen. Dieser war nicht allzu erfreut und einige riefen: Aber warum? Oder: Was soll das? Beruhigt euch doch bitte! Beschwichtigte Necron mit einfühlsamer Stimme und deutete mit seiner rechten Hand an, dass er weiterreden wollte. Denkt bitte nicht, dass mir die Entscheidung leicht fiel oder sie mir gar gefiele. Ich verabscheue Krieg genauso wie ihr. Aber manchmal muss man kämpfen, um die zu retten, die man liebt. Ihr alle wisst von der bedrohlichen antiparanormalen Kraft, die sich auf unseren Hügel unaufhaltsam ausbreitet. Und ihr wisst auch, dass wir alle nicht die Macht haben, etwas gegen sie auszurichten. Doch die Menschen haben vielleicht dieses Wissen und wir müssen es uns zunutze machen, um zu überleben. Was ist mit unseren beiden Biokryptologen? Sind sie nicht zu den Menschen unterwegs gewesen, um Rat zu holen? Rief einer der Geister ein. Ja. Doch leider habe ich seitdem nie wieder etwas von ihnen gehört. Gestand Necron betrübt und senkte sein Haupt ehrfurcht vor. Ich befürchte das Schlimmste, meine lieben Freunde. Er hob seinen Kopf langsam und spähte durch die aufmerksamen Massen, ehe er betrübt weitersprach. Ich befürchte, Tommy und Lucy sind Necrori. Aufgeregt atmete die Masse ein und sofort entstand ein Geflüster und Getusche. Necron wartete eine Weile, ehe er rief. Bitte Ruhe! Woraufhin die Geister nach und nach verstummten. Danke! Fuhr er fort. Ich weiß nicht genau, aber nach der grauenvollen Neuigkeit, die ich soeben von Nocturnus selbst erfahren habe, ist es anzunehmen, dass unsere beiden Freunde von uns gegangen sind. Was ist denn passiert? Rief einer überrascht ein. Die Menschen haben die Grenzen besetzt und die dort positionierten Zombies vernichtend geschlagen. Ihr Anführer, der Licht-Eternal, erreichte uns vor wenigen Minuten. Zumindest das, was von ihm übrig geblieben ist, bevor er nekrorierte, erzählte er uns noch, dass die Menschen angegriffen haben und offenbar einen Angriff planen. Ein aufgeschrecktes Oh! ging durch die Massen. Ich weiß! Erwiderte Necron und versuchte einen beruhigenden Ton in seine Stimme zu zwängen, was ihm jedoch aufgrund seiner eigenen Abneigung gegen einen Krieg schwer fiel. Es ist unvorstellbar, aber wahr. Wir müssen kämpfen. Ich habe mich mit Nocturnus beraten und wir sind zu dem Schluss gekommen,
dass wir gemeinsam gegen die Angreifer vorgehen müssen, um bestehen zu können. Deswegen werden wir uns mit ihnen gemeinsam zu der Grenze begeben und diese verteidigen, während die anderen sich frontal gegen die Nahkämpfer richten werden. Wird unsere Aufgabe darin bestehen, uns unsichtbar in zwei Flanken zu teilen und auf Nocturnus Kommando hin um die Fernkämpfer zu kümmern. Er machte eine kurze Pause und ließ seine Worte in das Bewusstsein seiner Zuhörer sickern, ehe er ergänzend hinzufügte: Ich möchte keinem etwas vormachen. Es wird schwer und gefährlich werden, denn die Priester der Menschen sind eine große Gefahr für uns. Aber selbst wenn die Hälfte von uns ihre Existenz dabei verlieren, so sind unsere Verluste dann immer noch weitaus geringer, als wenn wir hier im Sumpf bleiben und zusehen würden, wie die blühende Entität uns unser Leben nimmt. Es ist ohnehin deswegen nur eine Frage der Zeit, bis uns diese antiparanormale Kraft dazu zwingen würde, in das Reich der Menschen zu dringen, wo sie uns dann mit Leichtigkeit bekämpfen könnte. Daher ist es besser, jetzt gegen sie zu ziehen, wo wir noch eine Chance haben. Wieder machte er eine kurze Pause, ehe er in kämpferischer Pose seinen Arm hob und zu seinem Volk rief: Ich frage euch, wer kämpft mit an meiner Seite? Wer hat genug Mumm in den Knochen? Naja, oder vielmehr im Ektoplasma, sich den Menschen zu stellen. Auf eine kurze Pause von höchstens 3 Sekunden folgten dann einige Ich Rufe, die nach und nach mehr wurden, bis schließlich alle Geister bereitwillig ihre Hand gehoben hatten und ihrem Herrscher damit signalisierten, dass sie zum Kampf bereit waren. Gut, sprach dieser daraufhin mit einem zufriedenen Lächeln, woraufhin er sprach: Bereitet euch gut vor. Es kann nicht mehr lange dauern, ehe wir in den Kampf ziehen. Genau genommen dauert es nur so viele Sekunden. Ihr braucht nur eure Rede zu wenden. Die anderen sind soweit. Sprach der Lichtkönig, der sich in der Necron positioniert hatte. Dieser wandte sich um und erwiderte: Das ging aber verdammt schnell. Zeit ist ein entscheidender Faktor für jede Schlacht. Es ist sinnvoll, den Gegner zu erwarten. Die Seite, die bereits auf dem Schlachtfeld angekommen ist und einen Gegner wartet, ist stets ein Vorteil. Denn während sie ausgeruht auf seinen Angriff wartet, eilt er erschöpft herbei. Erwidert Nocturnus, woraufhin Necron zustimmend nickte. Nocturnus schwebte an den Geistern vorbei und zu ihm gesellten sich die anderen Lische, welche das Feld anführten. Auf sie folgten die schnellen Cerberi und dann die langsamen Zombies. Als diese an den Geistern vorbeischlurften, brach auch Necron mit seinen Leuten auf und folgte dem Heer der Untoten, welches über mehrere tausend Zombies, hunderte von Cerberi und auch einigen hundert Geistern bestand, die alle von den Elflichen geführt wurden, mit dem Ziel, die Grenze zum Samantha-Herzogtum zu besetzen, um ihr Reich vor den Menschen zu schützen.